Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem Zertifizierungs-Array wiederherstellen können, der durch den Ausfall des Fujitsu D2516C11JS1-Controllers entstanden ist. Der Controller ist die Hauptkomponente eines RAID-Arrays, da er zwischen den Laufwerken, Festplatten oder SSDs kommuniziert und deren Betrieb koordiniert, um einen logischen Array von Daten zu schaffen. Wenn der Controller ausfällt, kann auf das RAID-Array nicht mehr zugreifen werden und eine Datenwiederherstellung wird notwendig. In diesem Video sehen wir uns eine der schwierigsten Situationen im Zusammenhang mit RAID-Arrays an. Die Datenwiederherstellung nach dem Ausfall eines Controllers. RAID ist eine Methode, bei der mehrere Laufwerke zu einer einzigen logischen Einheit zusammengefasst werden, um die Leistung, die Zuverlässigkeit oder beides gleichzeitig zu verbessern, je nach Stufe. Wenn ein RAID-Controller ausfällt, kann das RAID-Array inaktiv werden und der Zugriff auf die Daten ist verloren. Die Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten RAID-Array erfordert spezielle Verfahren und Tools, um die Dateien wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie einen ausgefallenen Controller ersetzen und wie Sie Daten von Laufwerken ohne Controllers in spezielle Software wiederherstellen können. Der Austausch eines ausgefallenen Fujitsu zu D2516C11JS1-Controllers ohne Datenverlust in einem RAID-Array kann durch die folgenden Schritte erreicht werden. Erstens benötigen Sie das exakt gleiche Modell des Controllers. Als nächstes müssen Sie sicherstellen, dass der Controller ähnliche Funktionen und spezielle Aktionen hat, nämlich die entsprechende Firmware, um Kompatibilität und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Um die Parameter des Controllers anzuzeigen, öffnen Sie sein BIOS. Bei diesem Modell die Tastenkombination STRG plus H. Wählen Sie darin in dem sich öffnenden Menü den Controller auf. Öffnen Sie die Parameter und überprüfen Sie hier die Firmware-Version. Wenn Sie die vorherige Firmware-Version nicht kennen, ist es die richtige Lösung, sie auf die aktuelle Version zu aktualisieren. Dennoch sollten Sie sich das Risiko eines Datenverlusts bewusst sein, weshalb der nächste Schritt darin besteht, Ihre Laufwerke zu sichern. Dies ist wichtig, um für Notfälle einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Als nächstes schalten Sie das System aus und ziehen alle Kabel ab, die mit dem nicht funktionierenden Controller verbunden sind. Entfernen Sie dann vorsichtig den alten Controller aus dem System und installieren Sie den neuen Controller an dessen Stelle. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelverbindungen korrekt und sicher vorgestellt sind. Schalten Sie das System ein und warten Sie, bis es hochgefahren ist. Geben Sie dann die neuen Controller-Einstellungen ein und führen Sie den RAID-Wiederherstellungsprozess durch. Der Controller sollte automatisch die vorhandene Seite des RAID-Verbunds erkennen und ihn mit der gespeicherten Daten wiederherstellen. Ist dies nicht der Fall, laden Sie die Konfiguration manuell hoch. Öffnen Sie dazu den Konfigurationsassistent, Konfiguration hinzufügen, manuelle oder automatische Methode. Hinzufügen. Bestätigen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Prozess des Austauschs eines Controllers und der Wiederherstellung eines RAID-Arrays je nach Modell und Systemeinstellungen variieren kann. Es wird daher empfohlen, die genauen Anweisungen und Empfehlungen für den Austausch eines Controllers eines anderen Modells dem Benutzer an Buch oder der Kommunikation des Fujitsu-Herstellers zu entnehmen. Für den Fall, dass Sie nicht genau den gleichen Controller haben oder es nicht möglich ist, ihn zu ersetzen, ist die zweite Methode der Wiederherstellung die Verwendung einer spezialisierten Wiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und verschiedene Arten der Array
Konstruktion vieler Modelle von RAID-Controllern wird das zerstörte RAID aus den Laufwerken wieder zusammensetzen und sie werden in der Lage sein, wichtige Dateien aus ihm herauszuholen. Um Daten wieder herzustellen, müssen Sie die Disk an die Hauptplatine eines Windows-Computers anschließen. Das Programm setzt das zerstörte RAID automatisch aus dem Disk wieder zusammen. Es ist auch in der Lage, ein RAID aufzubauen, selbst wenn eine oder mehrere Disks fehlen, je nach Level des RAIDs, RAID 5, 6 und deren Variante. Wenn Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, können Sie diese mit Adaptern und verschiedenen Karten erweitern, siehe Beispiele auf dem Bildschirm. Wählen Sie im Disk Manager den RAID-Array aus dem Disk aus und überprüfen Sie, ob das Programm ihn korrekt erkannt hat. Eine Zusammenfassung seiner Parameter wird hier angezeigt. Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Verbund und öffnen Sie die Eigenschaften aus der Registerkarte RAID, können Sie die Disk sehen, aus denen er zusammengesetzt ist. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie als nächstes die Art der Analyse, schneller Scan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst einen schneller Scan durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Diese Analyse findet in den meisten Verlustfällen die richtige Datei. Wenn die schnelle Suche nicht verfügbar ist oder das Programm die benötigten Dateien nicht gefunden hat, führen Sie die vollständige Analyse durch. Gehen Sie dann zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt Erneut analysieren, vollständige Analyse, geben Sie das Dateisystem an, weiter. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, öffnen Sie Ordner, in dem die Dateien, die Sie zurückgeben möchten, gespeichert waren. Eine Vorschau aller Dateien ist hier verfügbar. Sie können den Inhalt von Dokumenten, Fotos und sogar Videos in der Vorschau sehen. Das Programm zeigt auch bereits gelöschte Dateien an. Sie sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wählen Sie alles aus, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, sowie den Datenträger und den Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem Pfad, den Sie zuvor angegeben haben. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass das Programm nicht in der Lage ist, ein RAID im automatischen Modus zu erstellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Serviceinformationen auf den Datenträgern überschrieben wurden, sodass das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht ermitteln kann. In solchen Fällen hilft der RAID-Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor hilft, wenn der Anfang des Disks, wo alle Informationen mit den Array-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wird. Dies kann passieren, wenn Sie die Disk an einem anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration überschreiben oder das RAID neu aufbauen, bevor Sie die Disk initialisieren. Nach der Initialisierung werden die Daten vollständig gelöscht. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor. Wählen Sie hier die Option Manuelle Erstellung, Weiter. Geben Sie den RAID-Typ, die Blockreifenfolge und die Größe an. Fügen Sie die Disk hinzu, aus denen es besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Disk, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Glücklicherweise müssen Sie auch den Offset angeben, an dem sich der Anfang des Laufwerks befindet. Sie müssen auch die Reifenfolge des Laufwerks angeben. Nachdem Sie hier alle begangenen Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erscheinen hier Ordner. Nachdem Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie nun die Analyse durch. Suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die notwendigen wieder her. Wir haben also ein paar Wege angezeigt, wie Sie eine Datei wiederherstellen können. Wenn Ihr FIDC D2516C11
JS1 RAID-Controllers ausfällt. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen zu verstehen, wie man Daten von einem RAID wiederherstellt. Denken Sie daran, dass die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array ein komplizierter Prozess sein kann und dass es wichtig ist, die richtige Reihenfolge der Schritte einzuhalten. Zunächst wird empfohlen, den nicht funktionierenden Controller auszutauschen. Wenn dies nicht möglich ist, wissen Sie jetzt, welches Programm Ihnen bei der Lösung Ihres Datenverlustproblems helfen kann. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Daten regelmäßig zu sichern, um Datenverluste im Falle eines RAID-Arrays, Ausfalls oder einer Beschädigung zu vermeiden. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.